präsentieren. Wir haben heute unser erstes Hoffest auf dem Elzer Hof in Mertloch. Wir sind ein Reit- und Pensionsstall. Und unsere Kinder haben verschiedene Vorführungen eingeübt, die wir unseren Gästen heute gezeigt haben. Was bedeutet Quadrille? Quadrille, das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Reitern, die entsprechende Figuren reiten, zur Musik halt entsprechend. Bei uns kann man vieles machen. Pony reiten, Reitstunden nehmen, von 4 Jahren alt bis nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Jeder, der aufs Pferd kommt, kriegt ja auch Unterricht. Wir haben Pensionspferdehaltung, das heißt, wir nehmen auch Fremdpferde auf. Wir haben 7 eigene Schulpferde. So läuft es bei uns. Kann man auch schon die Köttels hier longieren und alles? Die Kleinen können ab 4 Jahren kommen. Das nennt sich bei uns aber nicht voltigieren, sondern Kinderreiten. Weil unser Kinderreiten führt dazu, dass die Kinder erstmal an die Longe heranwachsen und dann das Reiten entsprechend lernen. So, wie viele Pferde habt ihr dann hier? Wir haben 7 eigene Schulpferde, 5 Pensionspferde, sprich 12 Pferde, die sich hier auf dem Paddocks tummeln und auf den Tag was? Genießen. Auf dem Paddocks. Das sind Ausläufe, befestigte Ausläufe, die auch nicht matschig werden im Winter. Und die Pferde genießen halt den ganzen Tag draußen. So, das bedeutet natürlich, die Winterzeit kommt, es gibt Schnee, Eis. Wo können wir denn dann mal hier reiten, üben? Also ist kein Problem, wir sind da ganz flexibel. Im Winter wird das Pferd von Schlitten gespannt. Ein Kind sitzt drauf, die anderen Kinder sitzen auf dem Schlitten. Wir gehen ins Gelände und haben Spaß. Außerdem machen wir auch theoretischen Unterricht im Winter, weil der genauso wichtig ist. Die Kinder lernen viel rund ums Pferd. Es fängt beim Putzen an, über das Zubehör, über die Pflege, über die Haltung. Und da vertreiben wir uns auch den Winter. Ansonsten ist unser Reitplatz sehr gut bereitbar. Auch im Schnee können wir da einiges drauf anstellen. Traurig ist natürlich, dass ihr gar keine Leute mehr wollt. Also jetzt junge Reiter braucht ihr nicht mehr, oder? Wir brauchen immer Nachwuchs, das ist ganz klar. Aber nicht nur Nachwuchs, auch Erwachsene sind immer wieder gerne gesehen, weil warum sollen die sich nicht auch bewegen? Und Reiten ist halt nun mal für jedes Alter ideal. Man muss nicht in Leistungssport gehen, aber für die Bewegung ist es das Beste, was es geben kann. Und euer Sommerfest, ist es schön? Unser Sommerfest ist, glaube ich, richtig herrlich. Wettergott hat wunderbar mitgemacht und beklagen können wir uns gar nicht. Ich glaube, die Leute hatten auch viel, viel Spaß und haben heute Abend hoffentlich auch noch viel Spaß. Heute Abend gibt's Liveband? Heute Abend gibt's Live-Musik. Sing mal was. Nein, kann ich nicht. Hat Spaß gemacht bisher? Ja, super.